Wärt ihr lieber Drake oder Marco Reus? Marco Reus. Echt jetzt? Ja. Ja, kein Bock so berühmt zu sein. Ich auch. Ja, wenn du gar nicht mehr rausgehen kannst, an keinen Ort der Welt verreisen kannst, ohne dass du eine komplette Entourage mit dir schleppen musst, die dich beschützt, gar kein Bock, Digga. Okay. Wärt ihr lieber... Boah, okay, wenn ihr so... Echt jetzt, ja? Ja. Junge, da ist ja gar keine Privatsphäre mehr. Egal, was du sagst, egal, was du machst. Jedes scheiß Medium berichtet über dich. Du hast gar keine Privatsphäre. Gib mir Marco Reus, ehrlich. Ah. Das ist doch geil, Fußball. Also, es wäre auch bestimmt geiler, Fußball zu spielen, obwohl zu singen, ne? Boah. Ja. Okay, wärst du lieber Travis Scott oder Leonardo DiCaprio? Das ist beides krass berühmt. Das ist beides bei meiner Meinung. Boah. DiCaprio, weil ich Schauspiel geil finde. Ah, aber ich finde, als Rapper, Bruder, du kannst echt so... Scott aber auch, ja. Du kannst so gefühlt machen, du hast immer Druck so mit Dings da, aber... Wer ist jünger? So, du kannst, glaube ich, mehr machen so. Will den Jüngeren sein. Safe, Leo. Wisst ihr, was das Krasse ist bei Profisportlern? Da ist halt immer so, du musst so voll drauf auf deinen Körper achten und so, also mäßig. Das richtige Essen darfst nicht so krass zunehmen, ja, musst immer in Form sein. Aber sag mal, als so jemand, der so in der Öffentlichkeit steht, da kannst du schon, aber kannst dich auch nicht so gehen lassen. Könntest du, aber... Schauspieler müssen ja auch. Ja, ja, okay, aber ich meine, so ein Rapper, Bruder, die werden ja gefeiert, wenn die sich da irgendwie Lean reinknallen oder irgendwie 50 Kilo Gras. Mach das mal als Fußballprofi. Also ich sag, Rapper, so, die können auch mal so einen Skandal haben. Ja, safe. Weißt du? Fußballer immer so ein bisschen... Wärt ihr lieber, gib mir mal einen richtig krass berühmten Fußballer. Aber jetzt nicht Ronaldo. Nein, nicht sowas. Benzema. Okay, wärt ihr lieber Benzema, Stand jetzt, oder wärt ihr lieber Post Malone? Benzema, weil Fußball geiler ist. Ja, sag ich auch. Schlechte, bodenlose Beispiele. Post Malone? Das war, okay, dann sag doch ein besseres. Was kommt bei dir, Digga? Helene Fischer? Bones. Bones? Ja. Du, okay, Bones, du vergleichst Bones mit Karim Benzema vom gleichen... Da wäre ich aber auch lieber Benzema. Okay, pass auf, dann gebe ich dir ein Beispiel. Wärst du lieber Ellie Jeller, Twitch Number One Germany? Ja. Oder ein Streamer mit Average 5-6k Viewern, der auch richtig gutes Geld verdient, aber sich den ganzen Öffentlichkeitskopfweg nicht so krass geben muss? Ellie Jeller. Okay, ist halt auch du selbst, ne? Weil, das ist zwar, also bei mir ist es noch nicht so schlimm, oder das wird auch niemals so schlimm, dass du überhaupt nicht mehr auf die Straße gehen kannst. Wenn du jetzt zum Stadion gehst oder auf ein Konzert oder irgendwo auf eine Messe, da ist das eine Katastrophe. Ja, ja. Aber wenn ich hier auf die Straße gehe, dann fragen mich da ein paar, hey, können wir ein Bild machen? Und wirst vielleicht mal so öfter erkannt. Aber das ist ja noch lange nicht so, dass du überhaupt nicht auf die Straße gehen kannst, weißt du? Aber ich wäre lieber, jetzt kommt's, dein Call mit der, ist schon, das stimmt schon so. Drake kann ja nicht einfach rausgehen. Ja, ist unmöglich. Cristiano Ronaldo, ich habe mal ein Video gesehen, wie Cristiano Ronaldo durch so ein Subway gelaufen ist. Digga, weißt du, was da abging? Also du kannst ja überhaupt nichts mehr machen. Aber dein Call so, du verdienst gutes Geld, stehst aber nicht so krass in der Öffentlichkeit. Also ich sag dir zum Beispiel ehrlich, ja? Ich wäre nicht, also ich wäre, hatte ich auch schon ein paar Mal im Stream gesagt, ich wäre nicht gerne so berühmt wie du. Hätte ich keinen Bock drauf. Ja, ja, das ist, aber es ist noch... Das soll es, nicht sein, ne? Aber Lass mich liegen. Es ist halt nicht so, dass man nicht rausgehen kann. Also, weißt du, was ich meine? Scheiße, hat er meine Mutter gefickt. Wärst du lieber, entweder hast du 10 Millionen Vermögen, okay, und jeder kennt dich. Also, was heißt jeder? Sagen wir mal so einen Status, du hast so einen Status wie Musiala, okay, so vom Bekanntheitsgrad. Viele kennen dich, extrem viele. Okay, wir sagen nicht Musiala, weil der ist noch ein bisschen frisch. Wir sagen, du hast einen Bekanntheitsgrad wie Serge Gnabry, okay? Oder du hast ein Vermögen von 10 Millionen und keiner kennt dich, bist Investor. Keiner kennt mich. Echt jetzt? Ja. Das ist aber doch... Aber alles sagen müssen. Nein, aber das ist doch geil, wenn du so eine geile Community hast und Serge Gnabry gefeiert wird. Das ist ja nicht so, dass Serge Gnabry... Aber... So, der wird nicht vernünftig auf die Straße gehen können, aber das ist ja auch geil, so eine krasse Community zu haben. Ja, also natürlich ist das cool und ich glaube, also was mir jetzt so neben dem ganzen, ich bin Fame und dann nerven mich Leute, was ja halt auch vor allem so dich, wenn du, sag ich mal, bekannt bist, du lernst ja auch voll die coolen Leute kennen. Auch wenn du so Streamer bist, du bist ja auf coolen Events und so, kannst was mit Fußballern und so Trainern und so, keine Ahnung, machen, so, das ist ja voll geil. Aber ich find's immer so... Es kommt halt drauf an, man weiß ja auch nie, das ist ja von Person zu Person unterschiedlich. Es gibt Fußballer, die sagen, ach, ist ganz entspannt, ich wohne irgendwo in einem Kuhkaff. So beim Training und beim Matchday ist dann vielleicht extremst. Und klar, wenn ich mich jetzt, weiß nicht, am Alexanderplatz auf irgendein Podest stelle und meinen Namen laut rufe, klar, dann ist vorbei. Aber wie du sagst, wenn ich jetzt mal über die Straße gehe, dann ist ja noch entspannt, so, weißt du? Kommt halt immer darauf an, wie es
wie es bei dir selber ist, weil du kannst ja auch ein gehypter Twitch-Streamer oder ein gehypter Fußballer sein, wenn deine Privatsphäre gut beschützt ist, dann hast du den Stress nicht. Alles klar, Rahm, ist kein Problem. Ich muss sagen, es kommt auch wirklich auch drauf an, wenn du Dank zum Beispiel, Meister. Angenommen jetzt zum Beispiel Wurstmarkt hier bei uns, das ist das größte Weinfest der Welt, da war ich mit der Familie, sowas ist dann halt schon nervend, wenn die alle besoffen sind und du nicht, ne? Oh so, ja, dann, ja, ja, ja. Dann kennen die halt gar keine Grenzen so, ne? Das ist ja. Halt schon so ein bisschen nervend. Ja. Aber ich sag, wie du auch sagst, wenn du normal gehört? Durch die Stadt gehst und so, alles sind normal, dann ist eigentlich egal. Dann nimmt man sich auch mal die Zeit, ne? Ja, ja. Problem ist dann, wie gesagt, oder da, wo wir auf Malle waren. Boah, aber Malle, also wenn du auf Malle... Malle, pfui. Auf Malle als bekannte Person nicht selber besoffen bist, willst du dir dann die Kugel geben? Ja, Wette, ich hab geisteskrank. Oder? Proskick gewonnen, ne? Ja. Nee, wir hatten noch beide 86. Du hast gerade den Lucky gezogen. Ach so, in der lol. Letzten Minute. Oh, das habe ich gar nicht mitbekommen. Lieber richtige Freunde oder viel Geld, hat einer vorhin gefragt. Egal, was du sagst, richtige Freunde. Ja. Weil es bringt nichts, viel Geld zu haben. Wenn du es mit keinem teilen kannst. Und alleine zu sein, ist auch scheiße. Und man braucht nicht viel Geld, um mit seinen Freunden zum Beispiel Spaß zu haben. Ich sag ganz oft die Situation, weißt du, was einer der geilsten Momente im Leben sind? Wenn du mit deinen Freunden Bolzen warst zum Beispiel, ihr fertig seid, ihr holt euch da so einen Eistee, der 20 Cent kostet oder so. Wiederwelt jetzt? Okay. Oder in Wiederwelt, dann holt ihr euch ein bisschen Wassereis und geht da und sitzt dann einfach auf dem Platz und redet so über eure Vergangenheit. Sonne sind so noch locker flockige 21 Grad. Perfekt, und redet so da. Aber nach dem Zocken, wenn ihr ein bisschen kaputt seid, so. Das ist es. Oder ihr seid mit euren Freunden unterwegs, wart am See und fahrt dann alle mit Fahrrad nach Hause oder so, oder alle im Auto dann. Jetzt kommen die ganzen Flugscheißer, ja, aber ein Auto kostet Geld. Ja gut, wenn ihr jetzt eine Freundesgruppe mit 5 Leuten habt und keiner von euch hat einen scheiß Führerschein, Digga, dann seid ihr scheiß Vollidioten, sorry. Also ihr wisst, was ich meine. So, dann, und dieses im Auto sitzen zu fünft und einfach nach Hause zu fahren, nachdem ihr den ganzen Tag am See wart, das ist es halt. Für mich ist es eigentlich, meine reiche Freunde auf dem Jetski zu fahren. Und alle zu würgen, oder? Oder habt ihr schon jemand gesehen, dass jemand traurig ist auf dem Jetski? Nee. Aber man muss natürlich sagen, wenn man Geld hat... 1 plus, wenn ihr es genauso seht. 1 plus kommt rein. Würde euch in Urlaub auf dem Jetski bei euch in der Schlägerei enden mit euren Kollegen? Ich sag nein. Also, guck mal. Ich sag auch nochmal was... Oh! Hey! Digga, ein Kunku! Läuft bei dir! Digga, 150 Naschis! Also, aber man muss dazu sagen, wenn man halt Kohle hat und richtige Freunde, dann kannst du auch richtig geile Sachen machen, ne? Ja, so Bukake-Partys und so. Ja, zum Beispiel. Da kann man natürlich schon... Wer ist denn das jetzt?